Tryhard Plus. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Ja, also, ich nehme in den nächsten Tagen während der WM-Zeit, weil ich mega im WM-Hype bin, beim United Cup teil zwischen den ganzen großen FIFA-YouTubern und ich bin auch dabei. Ich freue mich da extrem drüber. Anton ist übrigens auch dabei, Leute. Was das Ganze ist, werdet ihr jetzt auf dem Kanal vom Gamer Brother in den letzten Tagen erfahren haben, beziehungsweise alle großen FIFA-YouTuber reden eigentlich derzeit davon. Und ein bisschen Kanonenfutter im Turnier muss es vergeben, deswegen nehme ich auch teil. Ich wurde nämlich auch gefragt. Und ja, Leute, ich habe mega Bock drauf. Wie das Ganze funktioniert, werde ich euch dann im nächsten Video erklären. Heute geht es erstmal primär darum, ich brauche etwas mehr Coins. Ich habe 1700 Münzen, wie ihr oben links seht. Und das sieht nicht so stabil aus, würde ich mal sagen. Deswegen werden heute Packs geöffnet, Leute. Ich muss wenigstens ein paar Coins zusammensammeln, Leute. Deswegen, ja. Ihr seht meine aktive Mannschaft. Das ist jetzt nicht wirklich das Wahre. War halt im September mal eine gute Mannschaft. Jetzt aber nicht mehr so wirklich. Meine Bilanz ist natürlich auch super. In diesem Turnier werde ich wahrscheinlich richtig weit kommen, Leute. Aber egal, ich habe Bock auf die Videos, weil ich einfach, ja, keine Ahnung, mega im WM einfach im Hype bin. So, ich liebe WM und deswegen dachte ich, ich will unbedingt teilnehmen. Ja, also Leute, ich würde sagen, wir schauen nochmal. Im Übrigen jetzt, keine Sorge, es werden jetzt nicht nur FIFA-Videos kommen, es werden aber auch FIFA-Videos kommen. Hin und wieder, wie ich jetzt Bock habe in den nächsten Tagen, Leute. Und so, ich bin jetzt mal sehr gespannt. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt erstmal ein paar Sets, um einfach ein paar Münzen, wie gesagt, dazu zu verdienen. Das Ganze wird nämlich so ein Upgrade-Turnier, so ein bisschen wie Fatal, wer das kennt. Und ja, das Ganze wird aber, wie gesagt, nochmal erklärt. Und ich öffne jetzt erstmal hier die 125k-Packs und dann diese Prime-Gold-Spieler-Sets hier. Also ich bin mal gespannt, ich habe jetzt 18.000 FIFA-Points aufgeladen. Ich glaube, so viel habe ich noch nie drauf gehabt, Leute. Wir fangen erstmal mit einem von denen an, aber die anderen beiden machen wir dann später. Okay, Leute, komm, jetzt gib mal einmal was Gutes hier. Zeig jetzt mal einen blauen Schlitz, Leute. Ein bisschen käme ich aus, ich habe ein paar Videos geschaut. Ah, wir kriegen jetzt einen normalen Schlitz, denke ich mal. Ja, ich denke, da kann jetzt eigentlich gar nichts mehr überkrass Besonderes sein, oder? Ah, nee, nicht wirklich. Okay, Höwe, das ist natürlich direkt 83 rated, Leute. Damit kann ich kein Geld verdienen, das kann ich aber direkt schon mal sagen. Damit wird es echt schwierig, Geld zu verdienen. So. Wir können jetzt aber nicht alles irgendwie... Götz hat echt 81, das ist ja echt crazy, man. Wusste ich gar nicht, Alter. Ja, ich werde die ganzen Sachen jetzt aber erstmal alle in den Verein tun. Ich werde jetzt nichts discarden, weil ich muss später erstmal gucken, was davon was wert sein könnte. Okay, natürlich außer diese Leute, die ich hier doppelt habe. Weil da könnte man natürlich sagen, könnte man was auf die Transferliste tun. Aber scheiß drauf, Alter, die 4000 Münzen nehme ich so mit. Okay, ich muss am Ende 5000 FIFA-Points behalten, damit ich hier die beiden noch öffnen kann, sonst wäre das der Überfail, Leute. Das Lustige ist, im Vergleich zu allen anderen Teilnehmern habe ich ja einen Account, der nichts wert ist, quasi. Und es wäre natürlich schon etwas schade, wenn ich mir dann nichts leisten kann. Ist Evra was wert? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Egal, trotzdem kommen erstmal alle in den Verein. Natürlich kann ich jetzt auch noch schlauer traden, Leute. Ich weiß, ich könnte natürlich darauf auch achten. Komm, jetzt gib mir mal einen so einen Big Point, Alter. Ey, guckt euch das an, Leute. Das war's mal wieder komplett, ohne Scheiß. Das war's komplett. Eieiei. Ja, also ich, wie gesagt, ich wurde vom Gamer Brother einfach gefragt und erst dachte ich so, hoffentlich schaffe ich das überhaupt, daran teilzunehmen. Aber ich habe schon richtig Bock bekommen dann einfach, weil ich das System cool finde. Man hat ziemlich viele Freiheiten beim Aufnehmen sozusagen und die Jungs haben sich auch gefreut. Da dachte ich, ey, Win-Win-Situation, da mache ich dann auf jeden Fall mit. Wie gesagt, aber trotzdem wird auch COD-Content kommen. Einfach mal so ein bisschen mixen. Jetzt im Sommer ist eh ein bisschen chilliger alles. So im Winter geht es dann natürlich wieder ein bisschen mehr um die Wurst, sage ich jetzt mal. So sieht man es auch als YouTuber. Man hat eh dieses Sommerloch und zeigte Schlitz. Na, okay, komm, jetzt vielleicht mal einen guten Schlitz, vielleicht gibt es ja noch irgendeinen. Frankreich, ZTM, ja, da haben wir hier den Zonzi, den habe ich damals schon immer gezogen, Leute. Das ist halt so, das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern, man wird immer dieselben Leute ziehen, glaube ich, so langsam. Weiter geht's, komm, jetzt zeig mal einen blauen Schlitz, komm schon, sei mal so gut. Oh Gott, Alter, traurig, Mann, richtig traurig. Schmelzer ist am Start. Das Lustige ist ja, ich weiß noch gar nicht, welche Nation ich ziehe. Allein deswegen muss ich schon alles in den Verein tun. Boah, ich hoffe, ich kriege ein gutes, ey. Das wäre mal so richtig unfair, wenn ich da jetzt mal Glück hätte. Wenn ich jetzt mal Frankreich bekommen würde, dann hätte ich wenigstens mal ein bisschen Auswahl an Spielern. Wobei ich das natürlich trotzdem wahrscheinlich gegen jeden verlieren werde. So, weiter geht's hier. Easy XP, Freunde. Jetzt zeig doch mal einen Schlitz. Komm, jetzt aber mal einen guten. Komm schon, let's go. Oh, 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 okay, das ist irgendwas... Okay, ich glaube, es ist nicht krass, aber ist mir egal. Trotzdem war einmal kurz Freude da, Leute. Das war's wieder komplett. Egal, Leute, wir haben wenigstens einen Special Card hier. Der ist wahrscheinlich. Der ist ja nicht mal so scheiße. Der hat immerhin 81, Leute. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Ich hätte gedacht, das ist so einer mit etwas weniger. Ich würde jetzt gerne am besten. Ich bin nämlich in dieser United FIFA WhatsApp-Gruppe. Da sind halt alle drin. Ich würde jetzt gerne was richtig Krankes ziehen, um ein bisschen anzugeben, weil die wissen, dass mein Account 1700 Münzen ist. Gucken, ob da jemand drauf geantwortet hat. Smaxy hat geschrieben: Kannst du mir Broski die Trading-Tipps abholen? Dann haben wir hier Julius von FGU. Tone haben wir hier drin. Boah, es wird richtig, richtig Premium. Ich freue mich extrem, Alter. Okay, Leute, also noch 10.000, also alles easy. Das können wir noch ziehen, das letzte hiervon erstmal. Dann können wir gucken, was wir noch ziehen können. Komm schon. Ey, das ist doch nicht normal, Leute. Ganz ehrlich, ich brauche die Coins mehr als alle anderen in diesem Turnier.
Ich bin der größte Außenseiter in diesem Turnier. Okay, Leute, in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Und zwar weiß ich jetzt, welche Mannschaft ich bin. Und zwar hat der Broski nämlich heute das Ankündigungsvideo hochgeladen. Und zwar bin ich Uruguay. Und das ist Schicksal, Leute. Denn guckt doch mal, was einer meiner wertvollsten Spieler schon ist, den ich bis jetzt habe. Und ich habe ja nicht viel. Und man muss einen Starspieler wählen. Also könnte es doch gut passen, da Suarez direkt auszuwählen. Zwar nicht so wie die anderen wahrscheinlich in der Über-Special Edition. Aber hey, immerhin habe ich dann irgendeinen Suarez. Und zwar der, den ich schon habe. Ist doch eigentlich ganz chillig, Leute. Das heißt, ich muss mir einen Uruguay Team dann basteln, wo mindestens 6 Spieler von da kommen. Wer nochmal das gesamte Ankündigungsvideo sehen will, der kann auf jeden Fall das Video abchecken von Broski. Ihr könnt mir auf jeden Fall schon mal in die Kommentare schreiben, was für Spieler aus Uruguay ihr cool findet, welche für so ein Team vielleicht in Frage kommen würden. Das wäre auf jeden Fall schon mal chillig, Leute. Und es gibt neue Packs und da ziehen wir jetzt natürlich weiter. Es hat sich, wie gesagt, einiges getan. Ich habe extra gewartet, 5 Stunden oder so, weil jetzt kommen hier neue Packs und zwar diese hier. Da gibt es diese Premium-Spieler-Sets, die 30k-Sets von diesen beiden liegen. Da werde ich jetzt bei beiden erstmal alles ziehen und dann schauen wir doch mal rein, Leute. Also, let's go, nächstes Pack. Tots wäre natürlich nice für ein bisschen Cash und Tash. Und wir kriegen direkt einen Tots, Leute, im ersten Pack. Das habe ich mir doch genauso vorgestellt. Okay, okay. Von Juventus Innenverteidiger. Benatia im ersten Pack. Okay, dann fragen wir doch mal die Jungs, ob das gut ist. Ich habe keine Ahnung. So, ich frage jetzt mal, erstes Pack. Gut, Fragezeichen. Digga, da werden wir erstmal ein bisschen triggern jetzt. What the fuck, Alter. Erstes Pack, 94er, Digga. Das gibt's ja nicht, Mann. Holy shit. Er schreibt, Hälfte der Coins geht an mich, weil ich dir den Hinweis um 19 Uhr gegeben habe. Tja, erstes Pack, Leute. Direkt ein 94er Tots. Ich würde sagen, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Komm schon, let's go, Baby. Zeig den Schlitz, den blauen Schlitz. Schade, Leute. Aber wir haben immerhin einen... Aber ich meine, was soll das jetzt noch sein, oder? Okay, Leute, Perin. Also das ist jetzt natürlich... Was willst du da jetzt noch großartig ziehen, oder? Der Non-Rare ist so, der nicht... Ah, 380er rated immerhin. Jetzt fangen wir mal mit League A. Ziehen hiervon erstmal 5, damit wir das schön ausgleichen, Leute. Erstes League A-Pack. Gib ihm direkt mal. Das war's wieder komplett. Okay. Also, Leute, ich würde sagen, wir haben schon hier einigermaßen Glück gehabt mit dem ersten Set. Ich bin so gespannt, wie mein Team später aussieht. Ich meine, wahrscheinlich werde ich in der ersten Runde rausfliegen. Aber Leute, wir wissen es ja noch nicht. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall bin ich schon mega im WM-Fieber, Leute. Hab mega Bock. So, zeig den Schlitz. Das war's komplett. Ich muss aufhören, es dauernd zu sagen. Ich weiß, aber ich kann nicht. Es ist so in meinem System. Noch gar keine neidischen Nachrichten von den Jungs hier in der Gruppe. Ärgert mich ein bisschen. Habe ich natürlich jetzt eigentlich drauf gehofft, dass da jetzt ein paar sagen, oh, das war schon heftig. Das Lustige ist, ich kann mir jetzt Coins dazu holen und am Ende gewinne ich wahrscheinlich nicht mehr genug, damit ich mir überhaupt einen Spieler kaufen kann. Das wäre es dann wirklich. Das wäre der Überchoke einfach. Da haben wir noch einen, Freunde. Los, komm schon, Brasilien. Oh Gott, Leute. Ich dachte eben schon Dingens, Alter. Oh mein Gott. Ich dachte, jetzt kommt Neymar. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt. Also Leute, ich will ja nicht pushen, aber schon 2 gute Spieler gezogen hier. Ich glaube, viele hassen mich jetzt wahrscheinlich. Erstmal an den Verein. So, okay, gucken. Digga, die rasten alle komplett aus, glaube ich. Du brichst bitte sofort die Aufnahme ab, schreibt er. Ja, möchte vielleicht einer von euch mir beglückwünschen hier? Das würde ich ja noch in die Aufnahme reinpacken, per Sprachnotiz. Sehr schön, Leute. Ich will ja nicht pushen. Da können wir doch direkt eigentlich dran anknüpfen, oder? Jetzt zeigt doch nochmal einen blauen hier. Für den Steini jetzt nochmal einen hier. Oh, glaubt's nicht. Das glaubt mir keiner, Leute. Ohne Scheiß nicht. Ey, nein, Leute, das glaubt mir keiner, das glaubt mir niemand. Das glauben die mir doch safe voll nicht, Digga. Einfach noch einen, das gibt's doch nicht. Das können die, glaube ich, gar nicht verarbeiten gerade. Pato schreibt, Digga, warte mal. Er nimmt eine Memo auf, der wird so durchdrehen. Digga, ich habe 3 blaue gezogen. Was ist das für ein Pack-Opening, Mann? So meldet man sich immer mal sowas von zurück hier. Seit September mal wieder mit FIFA. Komm, jetzt machen wir Calcio. Ah, holen wir uns auch nochmal einen blauen raus. Nochmal einen auf Steini. Ah, schade, Leute. Irgendwann muss das Glück ja auch mal aufhören. Gucken, was Steini sagt. Moment. Willst du mich komplett verarschen oder was? Du machst die ernsthaft 3 Sets auf und ziehst 3 Tot-Spieler. Kann doch nicht sein. Also, es waren nicht 3 Sets. Sofort aufzuziehen, danke. Ja. Okay, danke. Mein Kind, GG. GG. Okay, ich muss natürlich der Fairness halber sagen, es waren jetzt 3 Tots in 5 oder 6 Sets. Die Gruppe ist, glaube ich, gerade dezent am Ausrasten. Steini? Okay, dann ist das schlecht. Also aus 5 Sets hat 3, dann ist schlecht. Ja. Schon 500 Euro und nicht eine blaue Karte gekriegt. Also, das ist auch eine Kunst. Sag ich mal, ne? Das darf nicht wahr sein, Alter. Unfassbar.
Ach Leute, ihr kennt das doch. Da gönnt man sich doch einfach mal den Saft. Okay, nochmal so ein seltenes Megaset. Das muss man sich auch nochmal gönnen hier. Ich weiß gar nicht, was da jetzt alles drin sein kann. Auf jeden Fall nochmal hier einen Schlitz bekommen. Deutschland, ZIV. Ah, okay, da haben wir hier nochmal den Mustafi am Start. Nimmt man auch nochmal mit hier? Wahrscheinlich ist es jetzt auch nichts wert, aber scheiß drauf. War das denn so ein Luis Gustavo hier wert? 181 habe ich jetzt gesehen, 160, 159, 150, 150. 150 ist der also wert. Dann machen wir das doch mal. So, dann haben wir jetzt mal den Gustavo draufgesetzt. Also ich weiß nicht, was ich hier noch alles abgespeichert hatte, was da in mir los war, Leute. Okay, dann gucken wir mal weiter. Benatia, der ist halt schön 224 habe ich gesehen, 225, 225, 222, 210 habe ich eingesehen. Der will ihn aber schnell loswerden. Ja, aber 210 sollten wir wahrscheinlich dann machen. Und Rabiot haben wir noch am Start. Der ist jetzt nochmal 80, habe ich jetzt gesehen. Manche haben hier richtig, immer richtig Selbstbewusstsein, ne? 80. Ja, für 80 so. Ich gucke jetzt mal, was ich so von Uruguay alles am Start habe, Leute. Den habe ich ja gerade noch gezogen. Muslera, ja, es ist auf jeden Fall so, ich habe wenigstens hier so ein paar. Also wenigstens hier, ja, die beiden eigentlich sozusagen. Ich darf sie am Anfang noch nicht nehmen, aber vielleicht kann ich die dann ja später hinzufügen. Muss ich wenigstens nicht kaufen. Oh, dann habe ich ja hier auch schon den Kollegen Godin, habe ich auch schon in der Mannschaft sogar. Also ich habe sogar zwei Uruguayer. Okay, vielleicht kann ich den ja später auch noch dazu nehmen, das wäre super. Okay, Leute, ich gucke mal, was es generell so für Uruguayer gibt, die viel wert sind. Ja, Cavani zum Beispiel ist einer, über den sollte man auf jeden Fall nachdenken. Dann Godin habe ich ja schon, zwar nicht in der Form. Hier so ein Inform-Suarez wäre natürlich auch lecker, aber der ist unbezahlbar für mich gerade. Okay, ich glaube, letztendlich werde ich gar nicht so viele Coins wahrscheinlich brauchen, weil ich einfach jetzt schon, ja, weil die Spiele einfach gar nicht so teuer sind. Außer natürlich, man übertreibt dann irgendwie. Oder ich hole mir noch eine Icon. Beziehungsweise ich darf ja auch ein paar Spiele aus anderen Mannschaften nehmen. Deswegen würde ich sagen, ja, schauen wir dann mal. Danke fürs Zuschauen heute. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.